Hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Wir haben letzte Folge verzweifelt nach Gold und Kupfer und, nee, nicht Kupfer, Silber gesucht. Falls ihr die letzte Subnautica-Folge nicht gesehen habt, ich blende sie euch hier einmal ein. Ansonsten natürlich am Ende des Videos ist wie immer die Playlist verlinkt, dann könnt ihr alles in einem Rutsch durchschauen. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen verzweifelt gesucht, deswegen habe ich es auf mich genommen, bin nach der Folge nochmal ein bisschen rumgeschwommen und habe verbleibende Erze gesucht, damit das einfach nicht so ein ewiger, okay, ich schwimme in der Gegend rum und suche Dinge Prozess wird. Das heißt, ich hoffe, ich habe auch den Sound jetzt ein bisschen angenehmer, denn, wie vielleicht aufgefallen ist letzte Folge, war das ein bisschen, naja, unbalanced. Genau, wir können jetzt hier einmal einen Computerchip machen. Und einen Kabelsatz. Das waren nämlich, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Neuer Blueprint. Ich denke mal, wir brauchten nur noch... Warte mal, was brauchten wir? Wie konnten wir das jetzt machen? Mit Spaß. Was wollten wir eigentlich machen? Warte mal, wofür mache ich den Kram jetzt hier eigentlich? Bin ich ein kleiner Idiot? Für... Was wollte ich bauen? Was wollte ich bauen? Wisst ihr, was ich bauen wollte? Ein Kompass ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Kompass können wir irgendwann mal machen, aber das war nicht der Punkt, oder? Wir wollten ein Konstruktionswerkzeug bauen. Eine Batterie brauchen wir dafür noch. Für eine Batterie brauchen wir, soweit ich das hier sehe, nur zwei Pilze. Ich glaube, ich habe hier sogar oben noch einen Pilz. Das könnte gut sein. Ja, hier ist da noch ein Pilz. Guck mal an, dann haben wir unseren Pilz hier bereit. Uah, Steuerung, Ronja. Jetzt. Jetzt machen wir eine Batterie und dann machen wir auch daraus ein Konstruktionswerkzeug. Mit dem Konstruktionswerkzeug sollte es uns erlaubt sein... Ah, hier. Das Konstruktionswerkzeug wurde zum Bau von Basen entwickelt, die extreme Umweltbedingungen aushalten können. Das klingt doch wie ein Träumchen, oder nicht? Was mir ebenfalls gesagt wurde, ist, dass man dafür Unmengen an Titan braucht. Das heißt, wir nehmen jetzt hier erstmal sämtliche Titanvorräte mit, die wir so haben. Wir haben natürlich auch noch die extra Titankapsel. Hier habe ich ein bisschen vorgesorgt und habe noch eine mit Essen gemacht hier. Da sind aber nur lebendige Fische drin, weil ich gemerkt habe, dass sie sonst schlecht werden. Ich will hier rüberfahren zu diesem kleinen Örtchen, weil ich es nicht so schön finde, in der Nähe von den ganzen Pirschern meine Basis zu bauen. Und da haben wir ja auch den Lifepod. Ich denke, dass wir noch oft hin und her swooshen müssen, aber ich glaube, das hier ist eine perfekte kleine Stelle für eine Basis. Und das heißt, wir wählen jetzt mal unser Konstruktionswerkzeug aus. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das funktioniert oder wie das genau funktioniert, der Spaß. Das heißt, wir konstruieren jetzt. Richtig? Okay, wir wollen... Was wollen wir denn? Wollen wir ein X-Segment? Wollen wir ein T-Segment? Ich glaube, wir fangen erstmal mit einem... Oh, das ist riesig. Okay, wir fangen erstmal mit einem T-Segment an. Das machen wir hier auf den Blub. Das konstruieren wir jetzt. Dann... Oh, sieht das schön aus. Das ist doch ein Träumchen. Dann bauen wir noch weiter. An das T-Segment dran machen wir ein L-Segment. Das braucht alles Platin übrigens. Können wir das jetzt hier dran bauen oder nicht? Will der hier Stress? Ah, hier. Da können wir es dran bauen. Ich wollte das zwar eigentlich in eine andere Richtung entwickeln, das Ganze, aber das ist nicht schlimm. Oxygen. Alles klar. Bin gleich oben. Und weiter geht's. Was haben wir denn noch? Wir sind hier komplett. Den Mehrzweckraum kann ich leider noch nicht bauen, denn die Bestandteile sind unbekannt. Ich hätte aber sehr gerne einen Mehrzweckraum. Wisst ihr was? Hier, wir bauen hier ein Fenster rein. Wir haben nämlich Glas gefunden. Oh nein, wir brauchen Glas. Wir haben aber Glas. Wir können da Glas machen. Oh, wir haben eine Radionachricht. Das heißt, wir schwimmen jetzt erstmal kurz zurück zu unserer Basisstation. Und wir haben natürlich den Ziegler, damit das alles ein bisschen schneller geht. Und ich weiß, dass wir noch eine Nachricht von letzter Folge hatten. Und ich glaube, dann können wir das Glas mitnehmen. Das ist alles auf entspannter Basis. So, was... Kommunikator möchte ich jetzt nicht dekonstruieren. Hier ist Avery Quinn vom Handelsschiff Sunbeam. Aurora, hören Sie mich? Komm. Nichts als Vakuum. Diese Altera-Schiffe, kaum geht ihnen der Schmierstoff aus, funken sie ein SOS. Man bietet Hilfe, sie antworten nicht. Oh, ich nehme mal die Batterie mit. Aurora, wir sind am anderen Ende des Systems und es wird über eine Woche dauern, ihre Position zu erreichen. Benötigen Sie noch unsere Unterstützung? Komm.
Okay. Ist denn unser Glas? Sag mal. Ich weiß, dass wir immer Glas hatten. Ah, nee, wir hatten Quarz. Wir hatten Quarz. Wir hatten gar kein Glas. Pass mal auf. Wir haben hier unten irgendwo unsere Quarzvorkommen. Richtig? Ja. Oh, guck mal an. Absolutes Träumchen. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Quarz mit und machen da Glas draus. So einfach geht das. Denkt man... man macht das Ganze umsonst. Okay, hier. Glas. Absolut perfekt. Ich glaube, ich brauche mehr Glas, oder? Oh, ich habe mehr Glas. Alles easy. Alles easy, Boys. Und Titan machen wir auch nochmal, weil davon kann man ja nie genug haben. Und ich denke, das ist erstmal fein. Dann können wir erstmal weiterbauen. An unserer kleinen Basis, richtig? So, in welche Richtung ist denn die? okay, ich glaube, ich finde die Richtung. Oh, da ist sie. Wow. Orientierungssinn wie ein Toastbrot. Es ist wirklich unglaublich. Es ist mir auch einfach peinlich, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich wünschte, ich hätte den Skill, irgendwas zu tun, aber den habe ich nicht. Oh, sieht das schön aus. Oh nein, die Hüllenstärke ist nun... Oh, sie ist noch bei 7. Plus 7 reicht. Plus 7 ist positiv. Ich würde sagen, wir bauen hier noch ein X... Oh, wir machen erstmal eine Luke, oder? Als Eingang, damit man hier rein kann. Dafür brauchen wir Quarz und Titan. Oh, ja, ja, das ist ein einziges Hin- und Hergeschwimme hier. Immerzu ist mein... Warte, ist mein ganzes Titan schon leer? Das ist doch Quatsch. Ich habe hier doch Titan ohne Ende. Der belügt mich. Also, jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich hier veralbert. Das ist eine Sauerei. Das ist eine Sauerei. Hier, wo bist denn du? Das ist Titan. Titan will ich nicht. Ich will Quarz. Gimme. Oh, können wir irgendwas wegschmeißen? Nö, können wir irgendwas nehmen? Auch nö. So ein Mist aber auch. Warte mal, wir machen das Blei hier rüber und das Salz. Eigentlich habe ich einen extra Salzbehälter, aber das ist mir jetzt egal. Schwimmen jetzt wieder zur Basis. In welche Richtung? Oh, da. Gott. Es tut mir leid. Ah. Okay. Nein, aber falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder wisst, wo wir den Mehrzweckraum herbekommen, dann sagt mir Bescheid, denn dann können wir den nämlich bauen. So, oh, guck mal, das ist eine schöne Luke. Einwandfrei. Wollen wir mal in die Basis gehen? Warning. Emergency power only. Oh. Oxygen production offline. Oh, wir haben keinen Sauerstoff. Oh weia. Oh weia. Das ist natürlich gar nicht gut. Wie kriegen wir denn Sauerstoff? Labortisch. Toll, dass wir den bauen können. Oh, wir können das ganze Inventar bauen. Eine Leiter. Hier, Solarmodul. Ein Solarmodul können wir bauen. Dann haben wir nämlich hoffentlich auch Sauerstoff. Und können jetzt hier rein. Welcome aboard, Captain. Ja, gerne doch. Ja, das freut mich aber außerordentlich, dass wir jetzt hier sind. Ein Labortisch bauen wir uns gleich. Wir bauen jetzt erstmal die sinnvollen Sachen wie Wandspinde. Und zwar versuchen wir die hier halbwegs gleichmäßig zu verteilen. Dann können wir da nämlich unser ganzes Titan reinballern. So, ist das hier ebenmäßig? Das wird mich nämlich wütend machen über die Zeit. Die sind, glaube ich, gleich hoch, oder? Ich glaube, die sind gleich hoch. Das liegt nur am in der Perspektive gerade. Wieso? Oh, muss ich den jetzt echt? Darf ich den nicht hier hinbauen? Darf ich den hier hinbauen? Ja, hier darf ich den bauen. Oh nein, der ist zu hoch. Der ist, das sehe ich direkt, der ist. Oh nein, der ist zu weit hinten. Hm. Ah, der ist auch zu hoch. Na, okay. Es ist, wie es ist, ne? Kupfererz kommt hier rein. Dann schreiben wir hier schon mal Kupfer drauf. Dann schreiben wir hier Titan. Wir räumen jetzt alles um in diese Spinde, weil ich habe absolut keinerlei Bedürfnis weiterhin in meinem obwohl das Titan muss ich jetzt hier noch gar nicht reintun, in meinem traurigen kleinen anderen Dorf zu wohnen. Bis jetzt ist das hier noch sehr, sehr klein. Was können wir denn eigentlich noch machen? Wir können einen Fabrikator bauen. Dafür brauchen wir aber Gold. Das ist tatsächlich ziemlich wichtig, weil sonst muss ich doch die ganze Zeit rüberrennen. Einen großen Spind, da bräuchten wir Quarz für. Kommunikator bräuchten wir Kupfer. Medikit, das bräuchten wir im Prinzip alles, oder? Das klingt eigentlich ziemlich sinnvoll. Ich bin froh, dass ein so ein Solarpanel reicht. ja, alles in allem natürlich noch nicht so riesig, aber jetzt auch nicht so schlimm. Ich baue hier, komm mal, pass mal auf. Wir machen jetzt hier für die Optik, passt überhaupt nicht. Ne, wir machen jetzt hier keinen Tisch rein. Wir haben es mitten in der Nacht, was wir sehen können, weil wir hier aus dem Fenster gucken. Wie clevere Menschen. Das heißt, ich nutze die Zeit und schwimme einmal rüber und versuche die Sachen zu transportieren.
Oh mein Gott, sieht das cool aus. Holy moly, sieht das cool aus. Das ist ja insane. Okay, wir haben jetzt eine Taschenlampe, die habe ich gerade gecraftet. Und wir sind auf der Suche nach dem bisschen Gold, was wir brauchen für unseren Fabrikator, damit wir schon mal vorübergehend in die Basis einziehen können. Wie ich festgestellt habe, gibt es hier bei diesem roten Gras, jedenfalls habe ich da in der Vergangenheit Gold und Silber gefunden. Ob ich das jetzt wiederfinde, ist... Der sieht echt fies aus. Liegt in den Sternen, aber das ist Kupfer. Kupfer ist auch nicht schlecht. Was ist das? Wie viel? Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen immer noch unsicher in der Nacht. Das macht mir ein wenig zu schaffen, weil einfach die ganzen Fische... mein Inventar ist voll. Nein! Oh Gott, nein. Das war nicht der Plan. Hier ist mehr Quarz. Wir haben alles. Wir haben Quarz. Wir haben Kupfer. Wir haben mehr Quarz. Wir können es nicht nehmen. Hier ist eine Goldgrube und ich kann sie nicht... Ich kann sie nicht nehmen. Nein! Oh Gott, ich muss an die Luft. Oh Gott, gib mir Luft. Bitte. Bitte. Warum habe ich mein Pad nicht benutzt? Okay, ganz ehrlich. Oh, es gibt eine neue Nachricht. Wer von euch auch denkt, dass diese Taschenlampe aussieht wie ein Föhn. 1:1 wie ein Föhn. Kennt ihr diese Dyson-Föhne? Es sieht original gleich aus. Ich schwöre euch, das ist ein Föhn. Also, nie im Leben. Dass ich jetzt hier keinen Stromschlag gekriegt habe und gestorben bin, ist ein Wunder der Natur. Kommunikator! Ich leuchte dich an. Spiele zuvor aufgezeichneten Notruf ab. Oh, dann können wir wieder eine Rettungskapsel suchen. Wir sind 1 Kilometer vor der... Oh nein. Strahlung zwischen uns und dem Treffpunkt. Sofortige Hilfe wird angefordert. Oh, wir brauchen was zu trinken. Warte mal, warte mal. Wir kochen uns jetzt erstmal einen Fischli. Isst niemals die Fühler. Niemals die Fühler essen, das haben wir nicht vor. Gepökelte Nahrung können wir machen. Haben wir denn das Fischli dabei? Können wir das jetzt einfach so verspeisen? Ja, das können wir. Die gibt uns aber nur +3 Wasser. Das ist ein bisschen ärgerlich. Habe ich hier noch Wasser drin? Ja, natürlich habe ich hier noch Wasser drin. Da bediene ich mich doch mal. Guck mal. Besser als nichts. Und dann können wir auch mal gucken, ob wir... Ich glaube, ich habe hier nämlich irgendwo einen Behälter gehabt mit Essen. Vorrat an... Ja, hier hatte ich nämlich Wasser. Das wusste ich nämlich noch. So, dann können wir das hier trinken. Man kann das scheinbar immer erst trinken, wenn man es bei sich im Inventar hatte. Deswegen... Gluck, gluck, gluck. Dann nehmen wir noch eins ins Inventar. Einfach nur für den Fall, dass wir hungrig werden. Aber da habe ich natürlich vorgesorgt, damit wir jetzt weiter auf die Suche gehen können nach unseren ach so wertvollen Edelmetallen. Und zwar machen wir das mit dem Gleiter... Die Stalker machen mir wirklich zu schaffen, okay? Seht ihr hier irgendwo? Ich weiß, ihr könnt mir jetzt nicht antworten, aber wieso? Wieso ist hier denn kein Gold? Das gibt's doch nicht. Also, jetzt mal ernsthaft, das ist doch kriminell. Oh, das macht überhaupt gar keinen Unterschied, weil mein Inventar ist eh immer noch voll. Ah, Fischli! Junge, Junge, Junge. Sauerei. Dum, 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 dum. Okay. Haben wir die Koordinaten vom Livepod, ist jetzt meine persönliche Frage. Nö. Nö? Nö. Wir brauchen einen Strahlenanzug, wurde uns übrigens in der letzten Nachricht gesagt, weil die Aurora, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das letzte Folge passiert, die Aurora explodiert ist. Ich habe es zwar leider nicht gesehen, weil ich gerade in der Höhle war, wie so ein Idiot, und absolut einfach nichts mitkriege, aber die Aurora ist explodiert, deswegen brauchen wir einen Strahlenschutzanzug. Besagten Strahlenschutzanzug können wir uns machen, dafür brauchen wir nur noch Fasergewebe. Fasergewebe kriegen wir... aus Schlingpflanzenproben. Habe ich nicht sogar Schlingpflanzenproben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich keine habe. Ich habe keine. Das ist ja ganz ekelhaft. Warte mal, dann lagern wir hier einmal kurz was zwischen. Das Medikit, das Wasser
Und diese komische Kreaturen, ich weiß gar nicht, warum ich das die ganze Zeit mit mir mitschleppe, aber das braucht einfach nur Inventarplatz. So. Wir haben hier auch einen Pirscherzahn. Absolutes Träumchen. Aber was wir wollen, ist eine Schlingpflanzenprobe. Gar kein Problem, denn hier sind Schlingpflanzen absolut überall. Das heißt, wir können uns jetzt den Strahlenschutzanzug bauen. Hell yeah. Joop, joop, joop. Okay, ich glaube, das war eine zu viel. War das eine zu viel? Ne, wir haben eh nur zwei gekriegt, weil das Inventar dann voll ist. Weil die einfach vier Plätze brauchen. Crazies. Auf geht's, ab zum Fabrikator. Und ab zum... Hoppa, oh Gott. Ab auf die Grundmaterialien drücken. Und jetzt können wir uns diesen schnieken Anzug... Wir brauchen zwei davon. Ah, wir haben zwei. Wir können zwei davon machen. Nein, warum mache ich denn jetzt Glas? Stopp. Die brauchen zwei Schlingpflanzenproben für eine. Alles klar, wir sind wieder auf dem Weg. Wir sind wieder auf dem Weg, Boys. Zur Schlingpflanze für weitere Proben. Tschick, tschick. Und ab zurück in die Basis. Es ist ein langer und aufwendiger Prozess, aber dafür werden wir bestimmt belohnt werden. Mit dem schönsten Strahlenschutzanzug, den die Erdgeschichte jemals gesehen hat. Was ich übrigens auch witzig fand, ein Kommentar hat gesagt, weil ich mich so über das Quarz gefreut habe. Und so war, ja Mann, ich habe mehr Quarz als alle anderen. Und irgendjemand hat geschrieben, ja Ronja, sondern sie spielt das Spiel alleine. Freut sich über. Das war traurig. Ich habe Blei auch gefunden auf meiner verzweifelten Suche nach Gold und Silber. Das heißt, wir haben jetzt den Strahlenschutzanzug. Yay! Warte, können wir den anziehen? Wo können wir den anziehen? Wir haben den an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Man kann leider nicht irgendwie sehen. Aber wir haben Handschuhe, einen Helm und den Anzug. Das war alles dabei. Wir haben die Wombo-Kombo. Oh mein Gott, das ist ja... Oh mein Gott, das ist ja fantastisch. So. Das heißt, wir können eigentlich zur Aurora schwimmen, oder? Okay, passt auf. Folgender Plan. Folgender Plan. Wir liefern jetzt noch kurz die Sachen in unserer Basis ab, ja? Weil wir da jetzt ja langsam alles mal rüberräumen müssen. Das macht ja keinen Sinn, dass wir hier immer noch in dieser kleinen Rettungskapsel leben. Das gibt's ja auch nicht, ne? Das heißt, wir tun jetzt hier erstmal... Alles, was wir nicht brauchen, den Spind. Ich habe übrigens gehört, aus Salz kann man irgendwie Wasser machen. Das heißt, das wäre ganz praktisch. Hier, wir bleiben mal beim Titan in den Titanbehälter. Quarz kommt hier auch in den... lass mich doch mal in den Behälter. Wir müssen ja im Prinzip nicht wirklich mehr mitnehmen. Ich tue mal das Quarz hier rein. Die Korallenprobe und den Feuerlöscher. Den brauche ich jetzt auch nicht. Den Zahn auch nicht. Das sind im Prinzip meine... Sachen, die ich normalerweise benutze. Ich denke mal, mein Konstruktionswerkzeug brauche ich auch nur in der Nähe von diesen Dingen. Das heißt, es wäre Quatsch, es mitzunehmen. Taschenlampe nehme ich mit. Und dann werde ich jetzt, ein bisschen Essen suchen und das alles ein bisschen vorbereiten. Und dann schwimmen wir nächste Folge zur Aurora. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und wie gesagt, hier blende ich euch nochmal hier die Playlist ein, damit ihr auch die letzten Folgen nochmal schauen könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!